andere auch schon die 50 Jahre Mondlandung, philatelistische Leckerbissen über die Eroberung des Weltalls. Herzlich willkommen im Namen von Stiftungsrat und von der Museumsverantwortlichen. Neugierde treibt uns an, bringt uns voran und eröffnet neue Welten. Oder neue Planeten, das jetzt nicht, aber es bringt uns weiter. Mir hat sich eine neue Welt des Sammelns aufgetan, als ich mich mit den Unterlagen von Rainer befasst habe. Astrophilatelie, ich habe das vorher noch nie gehört. Ich kenne Astrologie, Astronomie, Astrophysik, aber Astrophilatelie, das ist ja schon etwas sehr Eigenes, ein kleiner Leckerbissen. Was sagt mir das? Sind kleine Papiere oder kleine Briefe, die Großes über die Menschheit erzählen. Ich bin vorher noch schnell in der Ausstellung drin gewesen. Und es erzählt jetzt für mich auch als Museologin von einer speziellen Sammelleidenschaft, philatelistisches oder postalisches von Start und Landungen von Raketen, Satelliten und Raumschiffen zu sammeln. Sie sehen da auch Briefe, sie sehen fast schon so aus wie Liebesbriefe, es sind nicht einfach so die normalen Briefe, die man per Post bekommt, sondern das ist, ja, das hat mehr Substanz dran und Briefe, die durch Hände von Astronauten gegangen sind. Davon gibt es ja nicht viele. Die meisten von Ihnen werden sich auch daran erinnern, an den ersten Schritt auf den Mond, das ist mir verwehrt geblieben. Das sind ungeheuerliche Ereignisse damals gewesen, in den 60er Jahren, 50er Jahren. Sie werden in der Ausstellung auch diese bekannten Namen Sputnik, die Hündin Laika im Weltall, Yuri Gagarin, Louis Armstrong auf dem Mond und der verbissene Wettlauf zwischen den US-Amerika und der Sowjetunion, da als erster Mensch auf dem Mond auch landen zu können und wieder zurückzukommen. Und was ich selber jetzt auch nicht kannte, war die kosmische Post. Ich fand das sehr eindrücklichen Begriff, kosmische Post. Und die International Space Station, ein technologisches Projekt, wo mehrere Länder auch mitmachen. All das sehen Sie und sicherlich noch ein paar mehr Sachen. Neugierige Menschen wie Sie werden weitere Highlights erleben können. Ich habe noch für mich persönlich ein kleines Highlight, das ich Ihnen nicht verwehren möchte. Und zwar, falls mit Ihren Enkelkindern oder Kindern dieses Thema daheim weiter sich widmen möchten, blicken Sie rein in dieses wunderschöne Buch Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond. Es hat wirklich ungeheuerlich super Bilder drin und zeigt Ihnen ganz nebenbei auch noch, was Louis Armstrong damals tatsächlich auch noch entdeckt hat auf dem Mond. Nämlich nicht nur Mondgestein, aber das steht hier drin. Nun wünsche ich Ihnen ein spannendes Eintauchen, gepaart mit viel Neugierde für alles Außerirdische. Herzlichen Dank und vielen Dank für alle Mitwirkungen für diesen kleinen Leckerbissen im Postmuseum.